Holzenschneider Arbus Catena, kleine Version. Lange kein Bolzenschneider-Video mehr gemacht. Da zeige ich euch die schwächste Stelle an diesem Schloss. Gut, insgesamt ist das keine gute Qualität, aber hier hinten ansetzen. Achtung. Offen ist es. So macht man noch nicht mal den Bolzenschneider kaputt, weil hier ist so weiches Material hier drin. Wenn man sieht, das ist genau die Stelle, ist am weichesten. Da hört nämlich das gehärtete Material auf und dann fängt das Weiche an. Diese komische Zink oder sowas. Zinkguss. So was Blödes. Macht das doch alles aus gehärtetem Material, Mensch. Dann habt ihr das Problem nicht mehr. Naja, aber dann verkauft er ja auch keine neuen Schlösser, ne? Oder vielleicht wäre es dann auch teurer. So ist es. Das war ein Bolzenschneider-Video. Ein ganz kurzes.